Freunde der großen und kleinen Bahn, es gibt auf meinem Kanal ein Video, das nennt sich Modellbahn in Modulen. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich es hier verlinken. Und dieses Video soll so ein bisschen eine Fortsetzung sein. Und zwar möchte ich hier mal etwas genauer auf den Betrieb, also den Betriebsablauf, kompliziertes Wort, im Fremo eingehen. Und ja, da schauen wir jetzt mal, was uns erwartet. Bevor wir aber zum eigentlichen Betrieb kommen, gibt es vorher noch ein paar andere Hürden. Als erstes muss man sich natürlich eine Halle suchen, na, man muss Mitstreiter haben, und ja, wenn man das hat, kann man dann mit den vorhandenen Modulen der Mitstreiter einen Plan machen. Hier haben wir so einen Plan, ist übrigens hier nicht einmal ein offizielles Fremo-Treffen gewesen. Das ist hier Stürmtal, und das war ein Privattreffen, was allerdings quasi nach, naja, Fremo Betriebsgewohnheiten dann ausgeführt wurde und mir deshalb hier als Beispiel dient. Aber erstmal die Frage, was haben wir hier vor uns? Wir haben ganz rechts den Schattenbahnhof. Wie es dazu geht, das zeige ich dann noch. Wir haben einen Abzweigbahnhof, in dem Fall ist es Kronwerk. Dann haben wir weiter auf der Hauptstrecke Zernsdorf und zum Schluss den Bahnhof Clausthal. Da hinten dran ist noch eine kleine Betriebsstelle, das ist also ein Kohlenhandel, der da hinten noch dranhängt. Und dann haben wir nach dem Abzweig den Bahnhof Schwarzbach. Dann haben wir noch die kleinen Betriebsstellen, ne? Also da in der Kurve hinter Possendorf ist noch Johnsdorf, dann haben wir den Steinbruch und dann haben wir noch das Sägewerk kurz vor Possendorf. Als nächstes brauchen wir einen Fahrplan. Das heißt also, wir haben, davon gehe ich jetzt mal aus, dass hier in Plagwitz zum Beispiel ein Personenzug fährt über Kronwerk, Zernsdorf nach Clausthal, und dass dann noch ein zweiter Zug fährt, also wir reden von Personenzügen, der sozusagen den Anschluss in Kronwerk herstellt an die Strecke über Schwarzbach nach Possendorf. Das sind sozusagen die leichteren Fahrpläne, weil man einfach dann von A nach B fährt und dann nur auf die Signale achten muss und gesagt bekommt, wann man in welchen Bahnhof weiterfahren muss, beziehungsweise steht das dann im Fahrplan drin. Etwas komplizierter ist es im Güterverkehr, und das ist das, wo wir uns jetzt hauptsächlich kümmern wollen. Das heißt also, auch müssen alle Betriebsstellen, jetzt nicht nur die Bahnhöfe, sondern auch der Kohlenhandel, der Steinbruch und Johnsdorf an den Güterverkehr angeschlossen werden. Das heißt also, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, jetzt schon 2 Jahre her, ne, das Projekt hier. Da kann ich mich natürlich nicht mehr genau erinnern, wie das abgelaufen ist, aber jetzt mal so aus dem Bauch raus. Wir haben einen Nahgüterzug, der hier von Plagwitz über Kronwerk, Zernsdorf nach Clausthal fährt. Nahgüterzug bedeutet, na, also gibt es jetzt, sagen wir, 2 Szenarien. Es gibt früh einen, der Wagen verteilt, und abends einen, der die Wagen wieder einsammelt. Na, also nicht die Wagen, die er unbedingt früh verteilt hat, weil es ja nicht immer so ist, dass der Wagen sofort im Laufe des Tages beladen wird, sondern manchmal steht er ein paar Tage. Ja, und dann muss natürlich auch noch Possendorf und Schwarzbach über Kronwerk angebunden werden. Das kann man auf verschiedene Art und Weisen lösen. Also entweder man setzt da einen zweiten Nahgüterzug ein oder eine Übergabe, oder man hängt die Güterwagen einfach an die Personenzüge und macht dann Personenzug mit Güterbeförderung oder ähnliche Dinge. Dann gibt es hinter Possendorf noch den Hermannschacht, ne? Also ein Steinkohleschacht, wo also noch ein anderer Güterzug hin muss, der sogenannte Durchgangsgüterzug. Das heißt also, es muss ein
ein Ganzzug mit leeren Kohlenwagen dahin gefahren werden und mit vollen wieder abgefahren werden. Das wird hier wahrscheinlich von Plagwitz, dann wird der Zug in Kronwerk umsetzen und sich dann auf den Weg in den Hermannschacht machen. Ja, kommen wir zum Schattenbahnhof Plagwitz, hier allerdings auf einen anderen Treffen. So, wir haben hier links den Schattenbahnhof, rechts einen Tisch, wo diverse Fahrzeuge liegen und Wagen und Frachtkarten. Zu den Wagen Frachtkarten kommen wir nachher noch. Schattenbahnhof steht wie auf jeder anderen Modellbahn auch sozusagen für den Anschluss in die ferne weite Welt. Ne? Also hier werden Züge quasi händisch draufgestellt und wieder runtergenommen. Und ab und zu wird also bloß die Richtung des Zuges gewechselt, also die Lok von hinten wieder nach vorne befördert und dann kann er wieder ausfahren. Da es in verschiedenen Bahnhöfen, dazu kommen wir auch gleich noch, diverse Frachtanforderungen gibt, das ist eigentlich das, was hier sagen, die eigentliche wichtigste Aufgabe des Schattenbahnhofs ist. Wir sehen dort auf dem Tisch Wagen mit Wagenkarten liegen. Es werden dann Frachtkarten abgegeben in diesen Bahnhöfen und dann werden die entsprechenden Güterzüge zusammengestellt, damit diese Frachten an den Zielbahnhöfen oder Zielbetriebsstellen ankommen. Es ist also nicht so, wie die meisten das zu Hause machen, dass sie also da einen bunten Zug irgendwo verkehren lassen. Also das gibt es ja auch, das ist dann der DG, ne, der von Schattenbahnhof zu Schattenbahnhof fährt. Möglicherweise ist der Kesselzug, der hier im Schattenbahnhof steht. Hier hat jeder Güterwagen hat hier ein Ziel, ne? Also und sei es der andere Schattenbahnhof. Und dafür gibt es eben diese Wagen- und Frachtkarten und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier erstmal die Wagenkarte. Das funktioniert dann so, dass wir die in der Mitte faltet und dann einlaminiert, na, damit die also dann auch so ein bisschen widerstandsfähig wird. Und über das Foto und über die Wagennummer ist das dann zu identifizieren. Die Wagennummern im Fremo sind immer einzigartig. Das heißt also, wer das große ein Modell kauft, der muss das dann, also einer darf es behalten, ne, die Nummer, der erste, der es anmeldet, und alle anderen müssen die Nummer dann ändern. Ne? Da gibt es also auch Angebote, wo man sowas bestellen kann. Oben rechts ist so ein leeres Feld. Wird eine Frachtkartentasche draufgeklebt und da kommt dann die Frachtkarte rein, die wir uns gleich angucken und ja, damit der Wagen weiß, wohin soll. So kann dann eine Frachtkarte aussehen. Hier ist der Steinbruch Türk, der hier einen leeren Wagen für Schotter anfordert. Ja, ich bin hier übrigens auch kritisiert worden, weil der Name Steinbruch Türk braun hinterlegt ist. Ne, das hat eigentlich den Sinn, dass, also so als ich in Fremo gekommen bin, wurde mir das so erklärt, dass also wenn der Steinbruch Türk mal nicht da ist, ne, was bei der Karte hier allerdings keinen Sinn macht, dass das dann automatisch dann in den dem Moment Schattenbahnhof braun geht. Ne? Diese Farben, die sind für bestimmte Richtungen. Braun steht für Industriegebiet. Wir hatten nun Fracht- und Wagenkarten. Nun müssen wir wieder auf den Plan schauen und hier mal schauen, was in den einzelnen Bahnhöfen angeboten bzw. gebraucht wird. In Zernsdorf ist das ein Werk, was Bahnschwellen herstellt. Dafür werden Maschinen und es wird Kohle gebraucht, was jetzt natürlich nur eine Auswahl ist. In Schwarzbach werden Maschinen hergestellt und werden Bahnschwellen und Kohle gebraucht. In Possendorf gibt es Vieh und Möbel und es werden Baustoffe und Kohle gebraucht. Und zu guter Letzt, der Steinbruch bietet Schotters, Split und Baugestein und braucht Maschinen und Kohle. Die anderen Betriebsstellen habe ich jetzt mal der Übersicht halber weggelassen.
Für einen Güterzug braucht man natürlich erstmal eine Lok. Dafür ist die Baureihe 91. Wir sind hier auf der Nebenbahn und die Endbahnhöfe haben keine Drehscheiben. Ist natürlich diese Baureihe sehr geeignet und ja, es ist auch mal eine Gelegenheit, euch zu zeigen, dass es auch Lokkarten gibt. Wir werden allerdings mit dieser Lok hier virtuell unterwegs sein. Das ist die sogenannte Kreuzspinne, die auf der Windbergbahn unterwegs war. Und wir schauen uns auch mal die Wagen an. Hier haben wir einen Wagen namens Stettin. Das sind Wagen, die später bei der Bundesbahn als G02 unterwegs waren. Das waren Länderbahnwagen, wo also in dieser Reihe, also G02, noch eine große Vielfalt war, während beim G10, dem Nachfolger, ja dann die Wagen einheitlich waren. Hier haben wir einen Magdeburg, das ist dann bei der Bundesbahn später der G01 gewesen, wo also die noch älteren Wagen, G-Wagen der Länderbahn zusammengefasst wurden. Und wir haben einen Viehwagen. Hier in dem Fall ist es eher für Kleinvieh. Und einer der häufigsten Wagen überhaupt in der Epoche 2, das ist ein Breslau. Da gab es so viele Wagen, dass man Breslau und Essen, na, die beiden Gattungsbezirke, dafür hernehmen musste, weil man so viele Wagen hatte, dass man auf die beiden Gattungsbezirke verteilen musste. Wir haben dann noch mit dem Halle und mit dem Schwerin noch zwei weitere offene Wagen. Das ist ein Erfurt, das ist ein Bahndienstwagen gewesen, den braucht man für den Steinbruch. Und da ich keinen geeigneten Erinnerungswagen habe, zumindest kein Foto, nehmen wir hier den SSK Köln für die Schwellen in Zernsdorf. Ja, wie soll das Ganze nun ablaufen? Wir haben einen Nahgüterzug, der vom Schattenbahnhof nach Clausthal fährt und den wir jetzt da einfach halb halber, auch weil die längeren Nummern jetzt da nicht reinpassen, mal N1 nennen, wo wir jetzt hier schon die Lok haben und die einzelnen Wagen für die Betriebsstellen. Hier ist dann zu beachten, dass die Wagen nicht einfach irgendwo in den Zug eingestellt werden, sondern ihren festen Platz haben, je nachdem, wie in den einzelnen Bahnhöfen rangiert wird. Man möge mir übrigens verzeihen, dass ich in den Nahgüterzug den Güterzugbegleitwagen vergessen habe. Ja, unser N1 hat den SSK in Zernsdorf ans Ladegleis rangiert und ist in Clausthal angekommen. Und die Lok setzt um und wird jetzt nun zum N10, der jetzt nach Possendorf fährt. Wenn er dort angekommen ist, haben wir hier folgendes Bild. Also den Stettin hat er in Schwarzbach gelassen. Den Erfurt, der steht im Steinbruch. Dann hat er den Viehwagen und den Magdeburg ans Ladegleis in Possendorf gestellt. Und die vier Kohlewagen sind im Hermannschacht. Die Lok selber steht in Possendorf im BW am Wasserkran. Wenn dann irgendwann nach mehreren Fahrplänen, weil wie gesagt, die Wagen brauchen ja Zeit, bis sie be- und entladen sind und werden ja über mehrere Güterzüge dann von A nach B befördert, haben wir folgende Situation. Die beiden Wagen von Possendorf, na, also der Viehwagen und der Wagen mit den Möbeln, die sind im Schattenbahnhof angekommen. Da ist jetzt auch die Lok. Dann haben wir in Possendorf Kohle, na gut, die hat es nicht weit vom Hermannschacht. Dann haben wir in Schwarzbach haben wir einmal Kohle, dann die Bahnschwellen von Zernsdorf und den Schotter aus dem Steinbruch. Wir haben im Steinbruch Kohle und wir haben in Zernsdorf auch Kohle und die Maschinen aus Schwarzbach. Ja, also das Ganze hat so ein bisschen was von einer Wirtschaftssimulation, ne? Oder, naja, wie sagt man auch immer, Eisenbahnrollenspiel. Zu dem Ganzen muss natürlich auch ein Fahrplan erstellt werden. Der hier gehört jetzt nicht zu unserer Übung. Das ist also ein
Fahrplan auf einer Hauptbahn. Wir hatten jetzt gerade den Vormittag, jetzt ist hier zwischenzeitlich der Nachmittag ausgebrochen. Ja, da ist schon sehr viel Bewegung. Ja, und dann haben wir die einzelnen Fahrpläne. Gibt es dann ein sogenanntes Fahrplanbuch? Das haben wir hier. Ja, der Fahrplan, der wird dann quasi vom Fahrplanstapel oben heruntergenommen. Das heißt, das ist also Zufall, was vom Fahrplan man bekommt. Hier ist es jetzt na, erstmal eine Kombination aus mehreren Fahrplänen. Es geht hier aber um Güterverkehr. Auch das stimmt übrigens nicht mit unserem Beispiel vorhin überein. Das ist hier von einem richtigen Fremo-Treffen. Wir fahren als erstes eine LZ, das heißt Leerzug, also nur mit der Lok von Possendorf zum Steinbruch. Von dort gibt es dann eine Übergabe und zwar werden die dort befindlichen beladenen Wagen abgeholt und wieder zurück nach Possendorf gebracht. Wir sehen auch hier Last 4 Achsen, ne? Das liegt natürlich daran, dass diese Ladestelle im Steinbruch sehr, sehr kurz ist. Da passen also nur zwei Wagen rein. Ja, hier haben wir dann den nächsten Fahrplan, das ist NGZ 8152, also ein Nahgüterzug, der von Possendorf über das ganze Arrangement nach Plagwitz geht. Und wir haben Rangierzeit, also rund eine Stunde in Clausthal. Da werden dann Wagen eingestellt in den Zug. Ne? Hier ist auch wichtig die Zugbildung. Ich hatte es ja schon erwähnt, dass also die Wagen nicht einfach irgendwo eingestellt werden. Das heißt, als erstes kommt der Packwagen, dann kommt die Gruppe, die also in Possendorf eingestellt wurde, dann die Gruppe, die im Stein, aus dem Steinbruch stammt und zum Schluss des Zuges die Gruppe aus Clausthal. Dann gibt es eine Übersicht, also das spuckt dann also im Programm automatisch aus, ne? Wann wo welcher Job stattfindet, also an welchem Zug und zu welcher Zeit. Und es gibt einen Lokumlauf, wobei jetzt hier vorne nicht die Betriebsnummern stehen, weil wir ja bei der Planung nicht wissen, wer welche Lok mitbringt. Ne? Also die Loks an sich sind ja auch austauschbar. Also wenn eine nicht mehr will, dann wird eine andere eingesetzt. Und hier haben wir noch einen Wagenumlauf. Das ist das, was ich bei den Güterwagen jetzt noch nicht berichtet habe. Na, wir haben Milch, wir haben Stückgut und wir haben Viehwagen, die je nach Treffen und je nach Planung dann in die Personenzüge eingehangen werden und dort halt richtige Umläufe haben. Und das ist halt hier in dem Plan dargestellt. Und während hier in Clausthal ein Güterzug rangiert, sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn noch Fragen offen sind, ihr wisst, dafür gibt's Kommentare. Na, da könnt ihr auch gerne Wünsche äußern, was ihr alles noch von mir sehen wollt zum Thema. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und macht was draus und denkt dran, es gibt da so Daumen hoch, den man geben kann, wenn das Video gefallen hat. Wer noch nicht abonniert hat, kann das gerne nachholen.